aber beim LMC Cruiser T602. Da schauen wir jetzt auch mal rein. Ja. Oh, schöne Gruppe. Und schon wieder ein Panoramadach. Finde ich total genial, sowas. Schauen wir uns mal um hier. Küchenzeile. Waschbecken. Schöner Wasserhahn, also schöne Armatur. Zwei Flammen. Der ist ja schön, ne? Und noch eine dritte Flamme für einen ganz großen Topf. Das ist auch schön. Dann kommt das Queens Bett. Jawohl. Auch ausreichend Platz. Und hier sehen wir mal die Dusche. Auch ganz schnuckelig. Und ich denke mal, Toilette, die wird hier hinter der Tür sein. Jawohl. Hey, schön. Oh, hast du auch genug Platz da drin? Kühlschrank ist schon da? Nee, noch nicht. Kühlschrank. Wenn wir schon dabei sind. Das ist nicht der größte, aber ich meine, das, wenn man Eisfach mit dabei. Zu zweit reist, ist alles gut. Schönes Fahrzeug. Ach, schon mal Eisfach. Da unten ist nochmal so ein Kühlfach drin, ne? Ja, schön. Das ist für Bier, dann, ne? Ja, für Bier. Das da oben ist kein Kühlfach mehr. Nee. Da kommen die Naschis rein. Ja. Nochmal kurz hier um die Ecke schauen. Nochmal so Ablage. Schaut aus wie so ein Marmordesign. Aber es sieht nur so aus. Schön. Und hier oben das Bedienpanel. Guck mal, da ist Garderobe versteckt. Ja. Und hier eine Garderobe. Schön, schönes Fahrzeug. Richtig. Schauen wir uns das auch noch von außen an. Wir gehen mal einen Schritt nach draußen. Ja, ne? Das originale Skerker, wie die ganz auf Flur geht. Deckgarage, gut, die sitzt. Ist ausreichend für die Preisklasse völlig. Man kann hier gar nicht so weit weggehen, dass man das ganz drauf kriegt, das Fahrzeug. Da ist zu viel los hier. Aber für den Überblick reicht's.